so viele nicht kapieren, dass wir alle gerade dabei sind, unsere Zukunft zu verlieren. Und mir reicht's, dass meine Meinung nichts mehr zählt und jeder Vollidiot weiter Altparteien wählt. Und mir reicht's, dass unsere Kinder kaum was wissen und die Schuldigen sich einfach nie verantworten müssen. Und mir reicht's, weil ohne Integrität alles vergeht. Mir reicht's, dass wir uns niemals Seelen fühlen, während Alte in Mülleimer nach Pfandflaschen wühlen. Und mir reicht's, dass uns die Nachrichten belügen und die Lügner dafür auch noch mächtig Kohle kriegen. Und mir reicht's, dass die Gesundheitspsychopathen die Leuten weiterhin zu Boosterimpfung raten. Und mir reicht's, denn ohne jeglichen Sinn ist alles hin. Und ich frage mich, ob es anderen noch genauso geht. Wie viele werden hoffen, dass der Wind sich nochmal irgendwie dreht? Wir sollten alle wieder auf die Straße gehen. Und dann werden sie ja sehen, dass wir immer noch für unsere Freiheit zusammenstehen. Mir reicht's, dass sie auf ganz leisen Sohlen wieder so viel Elend über unsere Landesgrenzen holen. Und mir reicht's, dass wir bald nichts besitzen werden und dabei noch so tun, als wär's der Himmel auf Erden. Und mir reicht's, dass sie den Krieg schon wieder feiern. Wir brauchen noch mehr Waffen und ich kann schon wieder reiern. Mir reicht's, und ganz gerade heraus spreche ich es aus. Frage ich mich, ob es anderen noch genauso geht. Wie viele werden hoffen, dass der Wind sich nochmal irgendwie dreht? Wir sollten alle nochmal auf die Straße gehen. Dann werden sie ja sehen, dass wir immer noch für unsere Freiheit zusammenstehen. Gesetz verachten und es 3 Jahre lang zu Staatsfeinden machten. Und mir reicht's, dass man uns Radikale nennt, während alle hier im Lande längst die Wahrheit kennen. Und mir reicht's, dass man die Scheindebatten führt und die Dümmsten immer wieder zu den Mächtigsten kürt. Und mir reicht's, und in der Tat, manchmal ist hart. Und ich frage mich, ob es anderen noch genauso geht. Viele werden hoffen, dass der Wind sich nochmal irgendwie dreht. Wir müssen alle nochmal auf die Straße gehen. Und dann werden sie ja sehen, dass wir immer noch für unsere Freiheit zusammenstehen. Sind gefährlich. Kann werden, ja. Ja. Wir haben da so unsere Erfahrungen. Ja. Ja. Nein, wirklich? Ehrlich? Glaubst du mir das? Ja, ich will demnächst vom Ort noch einpflanzen. Ja.
Ja, ich würde Chilis nehmen. Jetzt sind wir wieder im Bereich der Sektorengrenze, Zonengrenze. Ja. Und jetzt wird scharf geschossen, aufpassen. Oder es wird mit Bratwürste um sich geworfen. Mit Spritze. Da sieht es hübsch aus. Hallo Sarah. Weißt du schon, dass wir videoüberwacht sind? Inwiefern? Videoüberwacht. Inwiefern? Ja, wir sind in der Polizeileitzentrale, sieht man uns. Wo sieht man uns? In der Polizeileitzentrale. Ja, jetzt bist du gebannt. Du bist videoüberwacht. Ja, ich weiß nicht mal, wie das aussieht, wenn du dir die Nase putzt. Aber keine Sorge. Da waren keine Scheiben drin und dann waren die Kameras nicht drin. Wollen wir ein bisschen Leben retten? Was wollen wir? Ein bisschen Leben retten? Das machen wir doch. Ja, guck mal hier. Einmal die Finger in die Steckdose. Ja. Welcher Politiker hat für seine Reden oder für seine Versprechen schon jemals bezahlen müssen? Die ganzen Gelder nicht für Waffenlieferungen in Kriegsgebiete rausgehauen werden. Die Grünen haben schon in der Wahl gesagt, keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Wie viel war das? Wie viel haben Migranten letztes Jahr ihre Heimatländer? Oder na, was heißt Migranten? Also Asylbewerber, ich glaube irgendwie über 200 Milliarden haben sie in ihre Heimatländer geschickt. Vater, Mutter, zwei Kinder mit knapp 50 Euro im Monat da kommen, ne? Umgerechnet. Dann frage ich mich, warum wir hier 1.700 Euro für eine Familie ausgeben. Wir könnten doch, ich weiß nicht, 30 Familien davon geben. Das Thema ist noch viel interessanter, wenn man alleine mal guckt, die Wertschöpfung, wenn du eine selber Arbeit in verschiedenen Ländern machst, was die Erzeugung kosten und was bei den Leuten hängen bleibt. Ne? Ja, na klar. Dann zwei Hektar. Gehen wir weiter. Sei, nicht hier stehen. Sei gut zu den Tieren. Nein. Ja. Doch, ja auch. Aber. Ja, aber da fängt es doch schon mal mit an. Ne? Damit fängt es an. Wenn du mit Tieren vernünftig umgehst, würdevoll, dann gehst du auch mit den Menschen gut um. Eins kommt zum anderen.